Und hier ist sie wieder, die 5-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5-Euro-Überraschungsshow bei Power TV. Ja, es ist wieder 17 Uhr und Sie haben wieder alles richtig gemacht, denn Sie sitzen jetzt vom Fernseher zur Schnäppchenzeit. Denn sie beginnt jetzt unsere 5-Euro-Überraschungsshow. In der nächsten halben Stunde sind alle Produkte für Sie, für diese Sendung, auf gerade mal 5 Euro herunter reduziert. Wir drei wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir lassen uns gerne gemeinsam mit Ihnen überraschen. Die Einzige, die es weiß, die steht links von mir. Und Monika, ich würde sagen, die holen wir jetzt mal, oder? Unbedingt. Und da ist auch schon unsere Diana mit dem ersten Paket. Und wer darf das auspacken? Oh, Dankeschön. Eine goldene Regel noch für alle Neuzuschauer. Hi. Wenn Ihnen ein Produkt gefällt und wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes einzelne Produkt bis zu 5-mal bestellen. Und wir beginnen mit einem, es wird schon weihnachtlich. Das ist was ganz Traditionelles. Mhm. Wer von euch dekoriert weihnachtlich? Ja, macht ihr das alle? Oh ja, ich glaube, das machen wir alle super gerne. Und hier haben wir schon was richtig Tolles, was ich richtig süß finde, gerade mit der Beleuchtung in Weiß. Ich könnte mir das richtig gut vorstellen, auf dem Fensterbrett zum Beispiel mal, wenn man einfach schon mal anfangen möchte zu dekorieren für die Weihnachtsstimmung, ist das natürlich sehr, sehr schön. Wir sehen das gerade hier auch nochmal. Das sorgt natürlich für eine sehr schöne Atmosphäre zu Hause, eine sehr tolle Dekoration. Also echt schön. Und es ist übrigens was ganz Traditionelles. Es ist ein Echtholz-Schwibbogen mit LED-Beleuchtung. Übrigens braucht man hier keine Kabel legen, sondern ganz einfach batteriebetrieben. Und hier haben wir mehrere Zuschriften. Zum Beispiel schreibt uns die Melanie aus Berlin, eignet sich hervorragend als Fensterdeko oder in einer Glasvitrine. Und der Björn aus Frankfurt schreibt, ich habe gleich mehrere der Schwibbögen bestellt und sie für meine Freunde mit Acrylfarben bemalt. Oh. Sie sehen toll aus und kamen gut an. Also ich finde auch unbemalt, so in dieser Natur. Farbe sehen die toll aus. Also Fensterbank finde ich eine sehr sympathische Idee. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich mag das auch immer richtig gerne, mal so bei anderen zu schauen, wie die ihre Fensterbänke oder Fenster dekoriert haben. Aber vielleicht auch einfach mal im Wohnzimmer hingestellt. Das ist ja wirklich hier richtig toll, was wir alles sehen. Wir sehen den Weihnachtsmann auf dem Schlitten mit seinem Rentier, da vorne noch ein Wichtel mit dabei. Also da ist wirklich auf alles geachtet worden. Hier richtige Liebe im Detail. Und jetzt für nur 5 Euro, das ist ja Wahnsinn. Also wenn Sie mal auf den Weihnachtsmarkt gehen, da gibt es manchmal auch solche Stände, da können Sie 50 Euro und mehr ausgeben. Also ich glaube, das ist echt mal ein guter Deal jetzt. Ja, und vor allem bei 5 Euro würde man mutmaßen, das ist billige Plastikkunst. Ja? Nein, das ist Echtholz. Das müssen wir nochmal dazu sagen. Ja. Und gerade was Echtholz angeht, das ist im Preis in den letzten Jahren extremst gestiegen. Und das ist ja auch so ein Deko-Element, das hat man nicht nur einmal, nur ein Jahr, sondern man benutzt es ja jedes Jahr wieder. Ja. Es ist ein weihnachtliches Motiv. Schön finde ich, dreh es doch einmal um, dass man es von beiden Seiten betrachten kann. Also wenn du es jetzt auf die Fensterbank stellst, von außen sehen wir hier diesen Wald. Aber es schimmert immer noch das Rentier durch. Und von der anderen Seite ist das Rentier dann mit dem Schlitten im Vordergrund. Also ich finde das schön. Diana, gefällt dir das auch? Ja, natürlich. Ich sehe, das ist auch alles Deko auf dem Tisch, auf dem Essentisch. Natürlich Fensterbacke, ich glaube, das ist der richtige Platz für solche Deko. Und natürlich, dass du kannst von jeder Seite ein neues Bild zu sehen. Mit dieser Beleuchtung auch. Sie brauchen keine Steckdose, kein USB. Ja. Das ist alles mobil, handlich, wirklich sehr, sehr schön. Also hier bitte schnell sein, das ist ganz klar ein Saisonprodukt und da wird die Nachfrage auch riesengroß sein. Die Bestellnummer ist die NX8190 und die 569 und Sie sehen, das ist wirklich eine Augenweide. Die Beleuchtung mit diesen LEDs tut ihr Übriges und nochmal kabellos, also ein Batteriefach drin, zwei Doppel-A-Batterien rein und dann kann man es eben jedes Mal, wenn es dunkel wird, anschalten. Also, hat schon richtig toll angefangen, aber ich bin mir sicher, es geht auch fantastisch weiter. Magst du noch mal buzzern? Ja. Okay. Oh. Ich liebe sie. Ich liebe diese Kisten. Jetzt müssen wir nur schauen, wir haben zwei Farben. Hast du noch ein Kuvert dazu? Da ist ein Kuvert drin. Wer möchte? Das ist für Moni. Sehr gerne. Bitteschön. Sag mal, ist das jeweils, ich denke mal, du musst mir aber helfen von dem Zettel. In jeder Farbe ein Zweierset, oder? Ganz genau. In jeder Farbe haben wir hier ein Zweierset. Einmal in Weiß, wie wir es sehen, und Grau. Mega schön. Oder eben auch in Braun und Beige. Und
das ist natürlich einfach, wir sehen es gerade, Moni, das kann man so schnell einfach falten, zusammenfalten, schnell wieder aufbauen. Und ja, natürlich sind das sehr schöne Aufbewahrungsboxen, mit denen man natürlich alles Mögliche verstauen kann. Ich liebe ja so Boxen, weil man damit einfach wirklich Ordnung zu Hause schaffen kann. Man kann alles Mögliche da reintun. Und ich glaube, so Aufbewahrungsboxen, davon kann man wirklich nie von genug haben. Ja, und wir sehen ja, viele von Ihnen sind auch heutzutage sehr offen eingerichtet. Also mit offenen Regalen, diese riesen Wandschränke, diese Eiche rustikal, die haben ihre Zeit erlebt. Das ist eigentlich out. Aber hier mit offenen Regalen hat man halt keine Möglichkeit, ich sag mal, Krimskrams zu verstecken. Und mit solchen Boxen ist das möglich. Die Größe hier, diese Normgröße für eben solche Regale, 31 x 31 x 31, ein Deckel drauf. Und ich habe bei mir auch ein ähnliches Regal, nicht so groß wie in eurer Garderobe, das war nämlich gerade aus der Damengarderobe, aber da habe ich vier dieser Boxen, und zwar in zwei Farben diagonal aufgestellt. Und das sieht einfach toll aus, und ich habe dann auch die Möglichkeit, Sachen zu verstecken. Eine Box, da weiß Diana, was drin ist. Bei mir? Ja, bei mir. Nein, bei mir. Weißt du, was bei mir? Süßigkeiten. Ja, süßigkeiten. Ja, das Geheimfach für meine Enkel. Da sind Süßigkeiten drin. Genau. Was hast du drin? Du hast auch so gemacht. Ja, ich habe diesen Kisten zum Beispiel nutze ich im Badezimmer. Dort habe ich meine Bürsten, auch alle meine Sachen, zum Beispiel Haartrockner und sowas. Das sind natürlich Schuhe. Wir können das auch sehen. Diese Kiste übrigens nutzen wir auch in der Maske. Wir haben auch passende passende Möbel dort. Kennst du diese Möbel? Du hast die auch, ne? Ja, diese Regale. Wirklich sehr, sehr handlich. Also, da sehen wir es auch, weißes Regal und mit einer Kiste, die können wir auch mit allen Vieren machen, je nachdem. Übrigens auch sehr beliebt in Kinderzimmern, weil Bauklötze, Spielzeugautos oder, das sieht immer unaufgeräumt aus. In dieser Kiste ist es schnell aufgeräumt. Und jetzt Zweierset für 5 Euro. Ich habe die mal in einem Möbelhaus gesehen, da hat eine 9,90 Euro gekostet. Ja? Jetzt bekommst du zwei für 5 Euro. Sie müssen nur entscheiden, welches die Farbe ist, wo bei Ihnen passt. Die weißen oder dann eher die braunen. Ja? Oder bestellen Sie doch beide. Dann haben Sie es wie ich. Ich habe die wirklich diagonal bei mir. Mhm. Ich habe so ein 8er-Regal, also mit 8 Fächern. Und die mittleren 4 sind mit diagonal 2 weißen, 2 braunen Kisten ausgestattet. Also ich finde die auch wirklich sehr schön und vor allem auch sehr praktisch. Sie bekommen das hier bei uns direkt im Zweierset. Damit können Sie alles ordentlich und aufgeräumt verstauen. Das ist ganz, ganz wichtig. In weiß ist die Artikelnummer hier für die NX8221 und die 569. Oder eben am besten auch in braun noch mit dazu bestellen mit der Artikelnummer NX8222 und die 569. Ich finde, davon kann man wirklich nie genug haben, weil ich finde es einfach sehr schön, wenn zu Hause alles aufgeräumt ist, alles seinen Platz hat, alles super verstaut ist. Dann macht das Ganze, das Aufräumen natürlich auch mehr Spaß, wenn man mehr Stauraum hat. Also wirklich sehr praktisch. Und super günstig. Also das war jetzt mal sehr praktische Zubehör oder eben auch Stauraum für zu Hause. Es geht kleiner weiter. Ich bin gespannt, wo jetzt hingehen. Könnte Schmuck sein. Oh, nee. Oh. Das ist keine Taschenlampe, oder? Wir haben hier eine 2-in-1 UV-Taschenlampe und Geldscheinprüfer mit 21 LEDs und batteriebetrieben sogar noch. Also wir sehen das, ich hoffe, Sie sehen es auch, das ist so UV-Licht. Und damit kann man wirklich Geldscheine prüfen. Mhm. Jetzt reden wir vom Geldscheinprüfen. Ein Geldschein hat so farbige Fäden in das Baumwoll eingearbeitet, was man mit bloßem Auge nicht sieht. Unter UV-Licht werden die sichtbar. Und das ist ein absolutes Merkmal, was fast fälschungssicher ist. Also wenn Sie einen Geldschein haben, der keine bunten Fäden drin hat, dann wissen Sie, der ist eigentlich falsch. Und was ich auch noch toll finde, du kannst hiermit auch zu Hause dich selber mal kontrollieren, was deine Reinigung angeht. Weil auch mal Bad oder ähnliches reinigen, siehst du bei Dunkelheit im UV-Licht Flecken, die du bei Tageslicht nicht sehen würdest. Oder im Hotelzimmer. Man sieht sowas, ja, das benutzen auch wirklich Hotelprüfer, ja, die benutzen solche Taschenlampen. Also auch für sowas finde ich das sehr gut geeignet. Ja, auf jeden Fall. Einfach mal zum Kontrollieren finde ich auch. Gerade im Hotelzimmer weiß man nie, ob das alles so sauber ist. Finde ich auch klein, kompakt, kann man einfach mal mitnehmen. Natürlich auch für Geldscheine, weil da sollte man sich auch immer absichern auf jeden Fall. Ich kenne das auch aus dem Geschäft, dass die das auch selber immer danach prüfen ab, ich glaube 50 Euro. Das ist natürlich hier wirklich fantastisch und das einfach mal selber zu Hause zu haben, finde ich gut. Vielleicht auch eine gute Geschenkidee für den Adventskalender, würde bestimmt da auch gut reinpassen, also top.
Ja, ich finde das auch sehr praktisch. Vor allem, man hat auch immer gleich noch eine Taschenlampe mit dabei. Hier hat man gleich zwei in einen. Einmal so einen Geldscheinprüfer und eine Taschenlampe für 5 Euro. Echt was ganz Tolles. Hier schreibt auch Andreas, das Gerät macht, was es soll. Ich benutze es beruflich, um Verschmutzungen zu finden. Ja. Oder Nele schreibt hier, ich bin eine Künstlerin und während ich ein Bild mit Neonfarben male, hängt diese Lampe mit Schlaufe oben an meiner Staffelei und beleuchtet mein Gemälde. Das sieht so toll aus und macht einen super Effekt. Oh du, ja. Ich habe das schon mal gesehen bei einer Expertise für ein Ölgemälde. Da wurde sogar mit UV getestet, ob irgendwo Grisse sind. Da sieht man das scheinbar besser. Also, auch da sehr, sehr praktisch. Aber ich finde eben diese Sauberkeit, auch sich selber. Man muss ja nicht unbedingt Fremde kontrollieren, auch sich selber mal kontrollieren, ob man ordentlich geputzt hat. Hygiene sollte gerade in diesen Tagen auch sehr selbstverständlich sein. Und da kann man sich eben noch ein klein wenig dabei unterstützen. Mhm. Ja, und die Artikelnummer hierfür ist die NC5996 und die 569. Und hier in dem Beispiel sehen wir das gerade nochmal, wie praktisch es ist, dass man einfach mal sehen kann, ob die Geldscheine eben echt sind. So, machen wir doch auch schon direkt weiter mit unserem nächsten Highlight. Und hier kommt wieder Diana zu uns. Ja, und hier haben wir einen Preisalarm und das heißt, dieses Produkt ist extremst reduziert. Dankeschön. Und deshalb müssen wir da eine Einschränkung machen, maximal ein Stück pro Besteller. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, denn wir haben, oh, das ist was Schönes. Mhm. Wir haben echt was sehr Cooles. Einen stabilen Automatik-Taschenschirm, aber mit transparentem Dach. Ich habe so einen gesucht. Jetzt hast du ihn gefunden. Ja, jetzt habe ich ihn gefunden. Wahnsinn, weil ich finde das transparente Dach eben toll, so wie das hier bezeichnet wird. Weil sonst gibt es ja immer schwarze oder irgendwelche bunten Farben, das mag ich nicht. Ich finde, das passt perfekt zum Auto. Guck mal, jetzt regnet es ja noch. Uiuiui, komm schön. Würdest du den Schirm ein bisschen zu mir halten? Dankeschön, Schäfi. Jetzt hält der auch Stürme aus, das ist Stahlfieberglas-Mischmasch. Aber was ich schön finde, Sie kennen das auch, man ist mit dem Schirm oftmals so unterwegs, weil es von vorne ins Gesicht tropft, da sieht man nichts. Hier sieht man trotzdem was. Und man muss dann auch nicht unterm Schirm rausschauen, regnet es noch, weil ich glaube, das sieht man auch. Und es ist meiner Meinung nach auch ein modisches Accessoire. Für was hast du so einen Schirm gesucht, Monika? Ja, einfach für das Herbstwetter jetzt und im Winter. Einfach, wenn ich das mal zum Beispiel in meinem Auto haben möchte oder liegen haben möchte. Weil ich wurde letztens richtig nass, da war ich in der Stadt und da hat es dann angefangen zu regnen. Und ich hatte keinen Regenschirm mit. Das ist gefährlich, das kann so auch krank sein. Wenn du Also im Auto einen Regenschirm zu haben, ist kein Fehler. Aber einen kleinen Tipp, nicht in den Kofferraum liegen. Weil wenn es richtig regnet, bis du im Kofferraum bist, bist du auch mit nass. Ja, also ich, Regen macht schön, ich bleibe ein bisschen im Regen sitzen. Und danke schön, Tracy. Lieb von dir. Aber das Schöne ist, du kannst sie auch vor uns halten. Halt mal vor uns, man sieht uns trotzdem. Guck mal, so nach vorne. Guck mal. Siehst du? Transparent, da sehen wir das erstmal. Ja, mega cool. Der, jetzt höre ich gerade aus der Regie, nie wieder gegen Laternen laufen. Ich wüsste gern, wie oft Stefan schon gegen eine Laterne gelaufen ist. Aber hier, Daniela aus Neukirchen schreibt, schöner Schirm, leicht zu bedienen, mit automatischer Öffnung bei Knopfdruck, mit Himmelblick. Mit Himmelblick, das ist auch schön, der Himmelblick. Nein. Was macht ihr zwei gerade? Sie hat mich im Regen stehen gelassen. Tut mir leid. Machst du das öfter, Leute im Regen stehen lassen? Nein, aber das ist auch super gute Idee, auch für Shootings. Für Damen, Oh Tracy. Ja, das ist eine sehr gute Idee sogar. Du kannst Mary Poppins aufmachen. Hatte Mary Poppins einen transparenten Schirm? Die hat den schwarzen. Das ist moderne Mary Ach so, die moderne, die durchsichtige Mary Poppins. Okay, gut. Märchen neu erzählt. Aber ganz egal, wie Sie es nutzen wollen, ob für Shootings, ob alleine, ob zu zweit. Es funktioniert. Und den Himmelblick, das Wort fand ich noch besonders gut. Der Preis, gerade mal 5 Euro und die Bestellnummer ist die NX8329 und die 569. Und im Moment, also bei uns war der August so schlimm, da hat es ja täglich geregnet. Jetzt ist auch nicht viel trockener im Moment. Übrigens, genau für jetzt ist auch hier wieder Regen angesagt. Dein Partner ist nass. Ja, er möchte jetzt. Also der Schirm ist wirklich sehr, sehr schön. Ich finde ihn vor allem auch sehr modisch. Ja. Und ganz kurz, ich finde, einen Schirm kann man wirklich immer dabei haben in der Tasche. Oder eben auch im Auto. Sonne! Also, Regen ist bei der Schirm.
Und schön finde ich auch, dass es so klein ist, wenn man ihn nicht braucht. Da sehen wir bei Pearl.de 14 Euro, für Sie 5 Euro. Denken Sie bitte dran, diese transparente Regenschirm mit einem Meter Durchmesser ist unser Preisalarm in der heutigen 5-Euro-Show. Das heißt, maximal ein Stück pro Besteller. Aber das würde ich jetzt auf jeden Fall in Anspruch nehmen, weil das ist ein schöner Schirm. Ja. Und eben, du hast auch den Durchblick. Egal wie es regnet, du siehst nach oben in den Himmel. Je nachdem, Sie kennen ja das, wenn es von vorne regnet, wenn man nach vorne hält, rennt man nicht, wie wir vorhin gelernt haben, gegen die Laterne. Ja, also am besten hier direkt bestellen. Damit machen Sie wirklich alles richtig. Aber wir haben natürlich noch weitere Highlights hier für Sie. Und deshalb holen wir doch auch schon wieder Diana hier zu uns mit dem nächsten Paket. Dankeschön. Dankeschön. Das sind mehrere Teile auf jeden Fall. Ja, es sind drei Teile. Drei? Ein dreiteiliges Obst- und Gemüsemesser-Set. Scharf, kompakt und handlich. Das scheint sehr scharf zu sein. Das hat auch so eine richtig schöne Schutzkappe drauf. Jetzt muss ich schauen, das müsste das dritte Messer sein. Guck mal, das ist ein Dreifach-Set. Mhm. Also wir haben hier drei unterschiedliche Schneidemesser mit unterschiedlicher Klinglänge. Mhm. Einmal 6 cm, 7 und 8 cm. Okay, ist da auch eine nähere Beschreibung? Ich finde dieses hier ganz interessant, aber ich kann jetzt gerade nicht sagen, wo man das einsetzen würde. Ich meine, die Chefkochs, das Gebogene, also wer viel kocht und so Hobbyköche, die könnten das jetzt mit Sicherheit beantworten. Ja. Steht das vielleicht dabei? Ja, mit diesem dreiteiligen Messerset wird das Gemüseschnippeln zum Kinderspiel, ob zum Schälen, Schneiden oder Garnieren. Für jeden Arbeitsschritt haben Sie ab sofort das passende Messer zur Hand. Und die Klingen aus rostfreiem Stahl sind super scharf. Selbst rutschige Tomaten zerteilen Sie ohne Quetschen. Und nach Gebrauch geben Sie dem Messer zum Reinigen einfach in die Spülmaschine. Also perfekt für Obst und Gemüse. Also ich mutmaße jetzt mal, dass dieses leicht gebogene zum Schälen optimal ist. Weil das oftmals diese Form hat, wenn man irgendwas schält. Ja. Aber ich finde es toll. Also scharfe Messer kann man immer gebrauchen. Ihr kocht ja alle drei gerne, oder? Diana weiß ich, Monika ab und zu. Wie sieht es aus bei dir, Tracy? Kochen oder kochen lassen? Sowohl als auch. Das ist beide schön, ne? Aber Messer müssen scharf sein. Die Messer müssen auf jeden Fall scharf sein. Aber auch generell, wenn man mal ein Brötchen oder so aufschneidet, dann sollte man auch ein scharfes Messer haben. Ich bin nämlich jetzt gerade in einer Ferienwohnung und ich habe da nicht mal ein scharfes Messer. Und ich denke mir mal... Für 5 Euro kriegst du drei. Also, ich sage Ihnen jetzt schon mal die Bestellnummer für unser dreiteiliges Obst- und Gemüsemesser-Set, was scharf, kompakt und handlich ist. Das ist die ZX6299 und die 569. Und wir haben hier auch sogar noch einen ergonomischen Kunststoff-Handgriff, also liegt auch noch super bequem in der Hand. Und wirklich scharfe Messer kann man immer gebrauchen. Und jetzt hier das Dreier-Set praktisch auf jeden Fall, vielleicht auch gleich immer zum Verschenken direkt bestellen. Finde ich auch schön, dass man die einfach in die Spülmaschine tun kann. Nach dem Gebrauch finde ich auch immer wirklich super. Und rostfreier Edelstahl, das heißt, man hat da auch wirklich sehr, sehr lange Spaß an diesen Messern und Freude. Und scharf sind sie auch, das sieht man schon. Mhm. Also ich habe die ja mal ausprobiert, es ist unglaublich, wie toll die schneiden können. Und wenn Sie auf der Suche nach neuen kleinen Messern sind, die haben Sie gerade gefunden. Willst du was sagen? Ja, gerne, komm. Nächstes Produkt, aha, es wird wieder ein bisschen kleiner. Oh, danke schön. Danke schön. Bitte schön. Oh, Kopfhörer. Wow, das ist eine optimale Kleinigkeit, die man verschenken kann. Ja. Also Nikolaus ist ja gar nicht mehr weit. Und ich finde, Nikolaus sollte nicht zum zweiten Weihnachten werden. Eine Kleinigkeit ist okay. Mhm. Nur Kleinigkeit ist so bei mir 5 bis 10 Euro. Ja. Und ich glaube, Kopfhörer, die kann man gerne verschenken. Die werden auch gerne genommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Kopfhörer braucht man immer, egal ob Musik hören, vielleicht auch mal Podcast. Und ich bin sogar auch der Meinung, dass man mit denen ja auch noch telefonieren kann. Richtig, Tracy? Ganz genau. Die kann man nämlich einfach über Bluetooth mit dem Handy verbinden. Und damit kann man dann einfach die Lieblingsmusik hören oder einfach mal telefonieren, wenn man mal was anderes nebenher machen möchte. Ich glaube, Musik hören wir alle super, super gerne. Und das Tolle daran ist ja auch einfach, dass es kabellos ist quasi. Das heißt, das ist, und das Tolle, und was ich auch
auch richtig cool finde, ist gerade noch diese Magnetfunktion. Wenn man die gerade mal nicht braucht, kann man sie einfach um den Hals hängen und hat sie trotzdem immer mit dabei. Das ist richtig praktisch. Also kabellos ist die Verbindung zu Ihrem Handy, aber von Ohrstecker zu Ohrstecker ist trotzdem natürlich ein Kabel dran, sehen wir gerade bei Diana. Weil das ist eben das Praktische, dass man die einfach mal, wenn man zum Beispiel auch Sport macht und die dann gerade nicht im Öhrchen haben möchte, sich einfach um den Hals hängen kann. Hier, die sind verbunden, also von rechts nach links. Und eben diese Magnetfunktion, super. Also ich habe das schon oft gesehen, gerade Herbst, Winter, wenn die dicken Jacken auch angezogen sind, dass Leute ihre Kopfhörer suchen, die sie aus dem Ohr gemacht haben, dann sind die irgendwo in der Kleidung drin. Hier steckst du die Ohrhörer zusammen, du hast sie immer griffbereit, wenn du sie dann wieder ins Ohr machen willst. Also finde ich auch einen riesen Vorteil. Und wir haben diese Kopfhörer mal ausprobiert. Also der Klang ist auch außergewöhnlich gut. Man kommt bei dem Klangerlebnis nie und nimmer auf die Idee, dass solche Ohrhörer nur 5 Euro kosten. Das stimmt. Man verliert die dann auf jeden Fall auch nicht mehr, dank dieser Magnettechnik. Und Diana hat die auch schon gerade hier bei sich in den Ohren, ne? Ja, wir können sie tragen übrigens. Das ist für Wolltest du doch mal zeigen nicht gerade, vergessen, ne? Und das gefällt mir auch am meisten, dass wir haben hier diese Fernbedienung dabei. Und du musst nicht unbedingt immer dein Handy dabei haben. Das kann einfach liegen. Ich nutze sowas zum Beispiel beim Sport. Ja. Finde ich wirklich sehr, sehr praktisch, sehr bequem. Und natürlich, ich finde es super Preis. Das ist nur 5 Euro für solche schöne Kopfhörer. Also, Nikolaus-Geschenk gerade gefunden. Jetzt noch ein Schoko-Nikolaus. Da wickelt man den Kopfhörer um den Hals. Genau. Und dann hat man ein tolles, tolles Geschenk zu Nikolaus und hat sich eben nicht finanziell übernommen. Das finde ich auch immer wichtig. Also 5 Euro, das liegt absolut im Rahmen. Und Sie dürfen natürlich auch hier mehrere beschenken, weil bis zu 5-mal dürfen Sie zugreifen. Tracy, was hörst du gerne für Musik? Also ich höre alles Mögliche, aber ich liebe spanische Musik. Ah. Und vor allem, wenn ich im Fitnessstudio bin, dann höre ich auch super gerne Musik, weil ich finde, das motiviert dann einfach einen, auch nochmal Sport zu machen. Und ich glaube, ein Headset hat wirklich jeder sehr, sehr gerne. Also, jeder hört auch gerne Musik, oder? Ja, ich denke, die Musikstilarten sind anders. Jeder hat einen anderen Geschmack, aber das ist auch gut so, dass nicht alle die gleiche Musik hören. Aber hier kann ja jeder für sich Musik hören. Und vor allem die Qualität ist hier wirklich sehr, sehr gut. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Gerade in Schwarz mit dieser magnetischen Funktion super. Die sitzen auch optimal im Ohr drin. Und die Artikelnummer hierfür ist die ZX1770 und die 569. Was ich auch genial finde, ist, dass gerade als Geschenkidee für Weihnachten oder so kann man in den Adventskalender einfach mit reinpacken und dann freut sich, glaube ich, jeder darüber. Achten Sie jetzt bitte mal beim nächsten Produkt, weil ich habe gerade gespickelt, nur auf Monikas Augen, die strahlen jetzt schon, weil sie liebt dieses Produkt. Es ist auch wunderschön, das muss man so sagen. Ja, danke schön. Dankeschön. Dankeschön. Sie sehen es jetzt, ich habe es gerade gesehen, weil es nicht verpackt war. Es ist eines unserer beliebtesten LED-Wandbilder. Ja. Und Sie sehen das ist ein wunderschönes Wandbild. Aber ganz, ganz wichtig, diese Kerzen, die leuchten auch. Auf der Seite ist ein Schalter und Batteriefach. Und sobald man das anmacht, scheinen da echte Kerzen, die an der Wand hängen, zu brennen. Und das ist wunderschön und man kann es eben überall gefahrlos aufhängen. Ja, ich liebe das Bild. Das sorgt nämlich für so eine schöne, romantische Stimmung. Vor allem, das sieht auch so echt aus. Das ist mal was ganz Spezielles, ein Bild mit Beleuchtung. Und Sie sehen gerade diese Kerzen, die da so leicht flackern. Da kann man natürlich zu Hause im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer oder einfach auch mal im Badezimmer die Bilder aufhängen. Am besten gleich mehrere bestellen. Und das schafft dann eine ganz tolle Raumatmosphäre. Ich habe hier eine Zuschrift von Monika W. aus Göttingen. Die Kombination mehrere Bilder nebeneinander verbessern den Gesamteindruck erheblich. Also das ist natürlich toll, vielleicht auch so leicht versetzt eben. Dann schreibt uns die Iris aus Besigheim eine sehr schöne romantische Idee. Es war eine sehr entspannende Wirkung, fast wie bei echten Kerzen. Ja. Und da macht unser Gehirn auch was ganz Lustiges. Achten Sie mal drauf. Unser Hirn sagt, wenn eine Kerze brennt, muss die dreidimensional sein. Stimmt. Und plötzlich hat man den Eindruck, es wäre ein dreidimensionales Bild, was natürlich eine optische Täuschung ist. Es ist zweidimensional. Aber seht ihr das, was ich meine? Ja, sieht wirklich dreidimensional aus. Das ist wie wenn du, hast du schon mal ein Bild von einer schwarz-weißen Erdbeere gesehen?
wenn man lange drauf schaut, sieht sie rot aus, obwohl das Bild schwarz-weiß ist. Das ist das Gleiche, was unser Hirn da macht. Also einfach ab und zu mal sich ein bisschen veräppeln lassen vom Hirn. Optisch, das ist schön. Aber sieht einfach toll aus. Monika liebt es und Sie werden es auch lieben. Und vor allem achten Sie mal drauf, wenn demnächst die Weihnachtsmärkte wieder öffnen. Da gibt es fast auf jedem Weihnachtsmarkt einen Stand mit solchen LED-beleuchteten Bildern, Wandbildern. Und dann achten Sie mal auf die Preise. Die fangen so bei 15 Euro an, nach oben wieder mal keine Grenzen. Aber ganz sicher nicht für 5 Euro. Die Bestellnummer ist die NC8154 und die 569. Und auch das, Tracy, wäre mit Sicherheit eine schöne Geschenkidee, oder? Ich liebe es. Ich finde es einfach so, so schön. Also wirklich toll. Sollten Sie auf jeden Fall hier direkt bestellen und vielleicht auch dem Rat hier von der Monika aus Göttingen folgen und einfach gleich mehrere bestellen, weil das macht sich auch richtig gut. Vielleicht, wie gesagt, auch so ein bisschen versetzt, dann haben Sie noch mehr Kerzenschein. Das ist doch einfach jetzt in der dunklen Jahreszeit wirklich perfekt. Natürlich auch gut zu verschenken in Pflegeheime oder in Altenheime, wo ja offene Kerzen verboten sind, muss man nicht ganz auf Kerzenschein verzichten. So, Diana, was hast du jetzt? Produkt für dich und Tracy. Für mich und Tracy. Da bin ich mal gespannt, dann was wir da drin haben. Lass uns doch mal gemeinsam. Wir schauen mal rein. Ach, jetzt weiß ich warum. Das ist super, also, das ist übrigens mal, also ein Vierer-Set. Für mich verstehe ich. Ja, für Tracy auch. Ah. Ja. Aber wir haben ein Vierer-Set, das kriegt jeder ein. Sie haben sehr schöne Sie mal, Brille. Bevor wir es verraten, was das hier für ein Teil ist. Raten Sie mal. Das ist für eine Nase. Das ist eine Nasenklemme oder ein Ohrring. Nein. Nee. Achtung. Jetzt wird es interessant. Ich schaue das mal. So, jetzt kann ich, guck mal, hier meine Brille absolut einfach reinigen. Das ist also ein wirklich intelligenter Brillenreiniger. Achten Sie mal drauf, oben und unten. Und das jetzt ganz einfach. Monika, du hast das in das Mikrofaserpads, oder? Ja, richtig, fusselfreien Mikrofaserpads. Das nennt sich Brillenputzzangen. Mhm. Weil das ist auch ein Viererset. Können Sie einfach vielleicht auch am Schlüsselbund befestigen, eins. Vielleicht auch natürlich für Sonnenbrillen, das ist immer perfekt. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, als wenn die Brille irgendwie verschmutzt ist. Gerade ihr, wenn ihr die täglich auch tragen müsst. Ich finde das allein schon bei einer Sonnenbrille schlimm. Aber man braucht einfach immer den perfekten Durchblick und ich glaube, hiermit geht das gut. Also ich finde das jetzt wirklich unglaublich einfach, weil man macht das ja normalerweise mit irgendwelchen Tüchern, mit beiden Fingern. Ja. Du hast das nie, oder mit zwei Fingern, du hast das nie gleichmäßig. Hier gehst du wirklich über die ganze Brille gleichmäßig drüber. Es gibt keine Streifen und, machen wir kurz mal die Kontrolle. Na, da ist noch ein bisschen was. Also, aber das ist ja genial, wie aber einfach das ist. Für Sonnenbrille auch, ich glaube, das passt. Ja, wirklich cool. Das anstatt, beim, dass man da beim so einen Schlüsselbund nimmt, hat man das perfekte Werkzeug quasi dafür und hat dann... Ui, ich sehe sauber. Wieder was. Super sauber, wirklich perfekt. Hier, das, was Diana vorhin gesagt hat, gerade an Schlüsselbund hängen, dann hast du immer einen Brillenreiniger dabei. Also richtig toll für Sonnenbrillen, genauso wie für Sehhilfen oder Brillen mit Sehstärke geeignet. Also ich find die Idee genial. Ja. Ich und für Nase, wenn jemand hat Kartoffelsuppe mit Lauch gegessen, kannst du auch nutzen. So. War das jetzt wieder ein Insider? Habt ihr gekleckert beim Essen oder was war? Nein, ich habe Kartoffelsuppe mit Lauch gegessen und Monika hat gesagt, dass sie will zu mir nicht zu näher zu kommen. Ich habe dir einfach nur meine Kaugummis gegeben. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das man von Brillenputzutensilien zu Lauchsuppe kommt, aber wir schaffen das immer wieder. Naja, das war nicht meine Wahl. Aber jeder, der Brillenträger ist oder regelmäßig Brillen putzen muss, weiß, es ist nicht immer so ganz einfach. Ich glaube, dieses Viererset erleichtert diese Arbeit erheblich. Ich sag Ihnen auch jetzt gerne die Bestellnummer, die ZX6392 und die 569 für das Viererset Brillenputzzangen. Und damit haben Sie dann immer den perfekten Durchblick. Auch das finde ich wieder super. Vielleicht einfach mal so im Adventskalender verstecken an einem Tag. So auch die perfekte Größe. Mhm. Also vielleicht auch hier gleich wieder mehrfach zuschlagen. Fünfmal dürfen Sie ja gerne bestellen. Ja, das gefällt mir richtig, richtig gut. Habe ich sonst auch noch nirgendwo gesehen. Ja, also das ist das Highlight für mich als Brillenträger in dieser 5-Euro-Überraschungsshow. Und das war sie auch schon wieder für den heutigen Tag. Ich hoffe, Sie haben Ihr Highlight gesehen. Übrigens die Wandbilder, die Monika so liebt, die sind auch schon sehr, sehr stark nachgefragt. Wenn Sie die noch modden möchten, dann unbedingt jetzt anrufen, bevor eben das ganze Repertoire ausverkauft ist.